So, und damit sind wir zurück bei einer neuen Mission von Command & Conquer 1. Das hier ist Mission 12. Die hatte ich gerade jetzt mal aus Versehen durchgespielt. Ich wollte sie mir nämlich gerade angucken nach der letzten Aufnahmesession. Und dann habe ich schon rumprobiert und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Die geht tatsächlich wieder recht flockig von der Hand. In Bulgarien sind wir und wir gucken uns jetzt mal ganz kurz an, was hier so Sache ist. Von der GDI durchgeführte Nachforschungen ergaben die folgenden Zahlen für Krankheitsfälle im Zusammenhang mit Tiberium. Atemwegserkrankungen. Genetische Erkrankungen. Immunsystemversagen. Todesfälle durch Tiberium-Kontakt. Durch Tiberium infizierte Bäume setzen Sporen frei, die offenbar den Krankheitsüberträger darstellen. Die Wissenschaftler der ganzen Welt konzentrieren ihre Forschungen auf diese tödlichen Sporen. Tiberium ist eine neue Lebensform. Ganz vereinfacht ausgedrückt passt es offenbar Bodenbeschaffenheit, Fauna und Umwelt der Erde seinen außerirdischen Überlebenserfordernissen an. Wenn das wirklich der Fall ist, meine Damen und Herren, sehen wir uns hier einem Killer gegenüber, der tödlicher ist als unsere schlimmsten Albträume. Ich darf ohne Übertreibung behaupten, dass dann die Zukunft unseres gesamten Planeten auf dem Spiel steht. Möge Gott der Allmächtige uns gnädig sein. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, Commander, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Kane hat rausgefunden, wo Möbius steckt, und er greift mit allem an, was Treibstoff hat. Sie müssen eine Truppe zusammenstellen. Möbius einsammeln und ihn zu den Rettungshubschraubern schaffen. Möbius ist verrückt, aber auch der Schlüssel zu diesem Tiberium-Rätsel. Viel Glück. Verstärkungen sind. So, okay. Es geht los. Das wird ein Spaß. Wir haben nicht so viel Geld zur Verfügung. Und ja, wir haben hier einen Stützpunkt, der in einem wirklich miserablen Zustand ist. Wir reparieren erst einmal alles. Das da oben bitte auch. Das Nette ist, wir kriegen gleich ein richtig schönes Spielzeug. Da kommt ein Panzerli angefahren, da kommt ein Raketenwerfer angefahren und man sieht es auf der Map schon, da kommt was etwas Langsameres angefahren. Das macht gleich richtig Laune. So, da kommt der Helikopter, mit dem wir Möbius evakuieren sollen. Und hier haben wir einen Mammutmark, einen Mammutpanzer, den ersten. Das müsste eigentlich der Mammutmark 1 sein, theoretisch, wenn ich nichts durcheinander bringe. Und es ist verdammt laut, Alter. So, ich bin auch gerade mal am googeln gewesen. Jetzt immer noch parallel hier. Weil ich nicht weiß. Boah, ich hoffe, man hört mich, wenn das gar so laut ist. Ich wollte gerade mal gucken, ob es jetzt 12 Missionen waren oder 14 Missionen. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ich glaube, es waren 12. Oder warte mal, ich mach mal ganz kurz den hier. Nee, das hier wäre ja jetzt die letzte Mission, das ist sie nicht. Nee, doch, dann sind es glaube ich 14 Missionen. So, wir spucken auf jeden Fall Panzer aus ohne Ende. Möbius hat gerade irgendwas gelabert, das habe ich aber überhaupt nicht verstanden. Jungs, kümmert ihr euch mal um die Stützpunktverteidigung? Wir haben ja auch völlig neuwertige Türme. Wir haben hier sowas da, einen Befestigungsturm. Ich habe aber keine Ahnung, was die machen. Und den würde ich nur ungern verlieren. Warte, ich schicke mal oben mit. Okay, die drei müssten eigentlich ausreichen für den Sektor hier unten. So, kommt schon, Jungs. Schaltet das Zeug da aus. Okay, das wird das. Wir haben nämlich hier die ehrenvolle Aufgabe. Pass mal auf. Ein GDI-Stützpunkt wird belagert. Dr. Möbius ist darin gefangen. Gehen Sie rein, schnappen Sie sich Möbius und bringen Sie ihn zum Transporthubschrauber, mit dem wir Sie aufsammeln werden. Aber vernichten Sie zuvor alle Flugabwehrstellungen oder die Hubschrauber werden nicht lange leben. Ja,
Deswegen müssen wir halt jetzt hier Jagd auf die Flakstellungen machen. Kriegen wir aber, denke ich, hin. Wir spucken jetzt noch hier eine kleine Geleittruppe für den Möbius aus. Die mal bei ihm bleiben. Schön, dass man ihn jetzt wenigstens deutlich hört, weißt du? So, mit euch rücken wir mal vor. Wir haben hier eine Flakstellung in der Gegend, die ist ziemlich gemein zu erreichen. Da kommt man mit normalen Panzern nicht weit. Man braucht den Mammutpanzer und den Raketenwerfer. Und den Raketenwerfer dürfen wir nicht verlieren. Den halte ich mal ein bisschen im Hintergrund. Hauptsache, die anderen zwei fahren vor. So, mit euch gehen wir auch mal kurz in Formation. Weil ich nämlich nicht weiß, wenn ich jetzt hier warte. Ich habe vorhin beide Teams gleichzeitig losgeschickt. Ach, weißt du was, wir machen das wieder. Ich schicke die jetzt wieder beide gleichzeitig los. Müssen nur ein bisschen aufpassen. So, hatten wir hier schon Feindkontakt? Ne, hatten wir noch nicht. Ich glaube, hier drüben gab es gar keinen Feindkontakt. Problematisch wird es eher bei den Jungs hier. Aber gut, vielleicht können wir ja hier drüben kurz mal agieren. Interagieren. Es gibt noch genau... Oh, warte mal, wir haben hier oben wieder... Ja, da kommen sie. Eieieiei, ach du Scheiße. Boah, okay, hat einigermaßen funktioniert. Jetzt pass auf, es gibt noch genau drei Flakstellungen, die wir zerstören müssen. Zwei sind hundsgemein. Alter, was? Achso. Ja, komm. Okay, fahr zurück. Ja, das dachte ich mir. So. Der kann jetzt von hier aus schon auf das Teil da schießen. Ich hoffe, der Raketenwerfer ist auch dazu imstande. Oder was? Genau, fahr mal da rein. Stopp. Ja, sehr schön, es funktioniert. Sehr, sehr gut. So, die kriegen keinen Ärger da drüben, aber die Jungs hier haben Ärger. Holen wir uns die dritte Flakstellung. Ach du Scheiße. Ja, kommt, fahrt halt, bleibt nicht stehen. Oh, das mag ich überhaupt nicht, wenn die Panzer stehen bleiben, weil sie denken, dass ihr Weg blockiert ist. Ah, jetzt muss ich die auch noch abfangen. Ja, okay. Ich brauche hier oben eh nur zwei Panzer. Der Rest kann da runter. Ich hoffe, dass sie da nicht durchkommen. Aber normalerweise nicht. Okay. Komm, dann schieß mal auf sie, dass wir sie triggern. Danke. Alter, den hätte er jetzt eigentlich überfahren müssen. Ach, das Spiel, weißt du. Ist das doof. So, auf jeden Fall, das war Nummer 1. Nummer 2 steht hier drüben bei einem anderen Obelisk. Wo wir natürlich so nicht hinkommen. So, okay. Lass mal die zweimal hier. Mit dem Rest gehen wir darüber. Okay, jetzt heizen wir mit dir erstmal da hinein, holen uns die Kiste. Da hätten wir wieder ein bisschen Kohle. Mit euch machen wir jetzt da das Ding platt. Aber bitte nicht zu weit reinfahren. Oh, ihr seid so dumm. Ihr seid so selten dumm. Das ist der Hammer. Bin immer wieder begeistert von eurer Dummheit. Schau mal, der kann feuern, er eigentlich auch. Auf einer Entfernung, wo der nicht schießen kann. Warum die dann immer in die Feuerreichweite der gegnerischen Abwehranlagen fahren, ist mir ein Rätsel. Und ich werde mich wahrscheinlich in 100 Jahren immer noch drüber aufregen, ich weiß. Ach, guck mal, da kommt er mit Artillerie angeschissen. Ja. Wenn er meint, soll er versuchen. So. Diesmal da schon mal runter. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, weil hier der gegnerische Sammler unterwegs ist. Aber ich möchte schon mal den Weg säubern, also zumindest aufdecken. Für unseren Mammut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Fahren wir einfach mit dem schnell rein. Da geht es viel, viel schneller als mit dem Panzer. Wir müssen nämlich hier unten rein.
So, da ist die andere Flakstellung und da steht noch ein Obelisk, wie man sieht. Da müssen wir mit dem Mammutpanzer rein, vielleicht sogar mit dem Raketenwerfer und dann können wir die zweite Flakstellung, die dritte Flakstellung ausschalten. Das ist gleichzeitig die letzte. So, ne? Ihr zwei da. Ihr zwei kümmert euch mal um die Artillerie, möglichst bevor sie irgendwas von unserer Basis zerlegt. Das ist komisch, was die manchmal für eine Feuerrate haben, ne? Also. Doch. Das war das. Okay, die schicke ich mal vorsichtshalber damit hoch. Weiß ja nicht, wie aggressiv unser Gegner jetzt denn hier vorgehen wird. Aber normalerweise dürfte nicht sonderlich viel passieren. Oh, aber vorsichtshalber. Nicht, dass wir hier gleich wieder einen Bug haben oder das Spiel abstürzt. Ne? Einmal speichern. Wäre ein bisschen unangenehm. Das Schöne ist, es geht jetzt wesentlich schneller von der Hand als vorhin beim vorigen Testlauf, weil ich da nämlich den Raketenwerfer verloren hatte und dann musste der Mammutpanzer alles alleine machen und boah, dauert das lang. Der hat zwar die Feuerrate, dass er so eine Flak-Anlage schneller beschädigt, als der Gegner sie repariert, aber es dauert dennoch verdammt lange. Nein, du sollst doch nicht auf den Sammler schießen. Ach du Depp. Ist der Wahnsinn. Ich habe halt so Angst, dass wir damit nur wieder Feindangriffe triggern. Bleib mal stehen. Nein, 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 komm. So, jetzt aber. Ja, nee, da feuert der Obelisk auf ihn. Okay, ja, vergiss es. Vergiss es. Ja, nee, dann lassen wir das den. Oh, der kann von da drüben auch schießen. Okay, gut zu wissen. So. Was haben wir denn da? Nochmal zwei so Fahrzeuge. Okay. Ne, zwei Infanteristen und ein Fahrzeug. Ja, Akku ist schwach. Danke, liebes Handy. Weißt du was? Ich glaube, das machen wir lieber mit einer eigenen Truppe. Oh, sie haben die Flakstellung zerstört. Sehr gut. Okay, zieht euch zurück. Alle Mann zurück zum Stützpunkt. Da kommt der Helikopter. Alter, wir haben es geschafft. Der Gegner reagiert trotzdem nochmal mit einem Angriff, wie es scheint. Okay, pass auf. Warte. Ich speichere mal noch nicht ab. Wir packen erstmal unsere Jungs da rein. Kneino. So. Das Ganze einmal speichern. Das war wieder eine recht kurze und gemütliche Mission, finde ich super. So, jetzt bin ich gespannt. Kriegen wir eine Endsequenz oder nicht? Vorhin gab es keine. Nein, es gibt keine. Ich dachte vorhin, ich hätte sie aus Versehen weggedrückt, aber es gibt an der Stelle keine Endsequenz. Schade. Und was heißt die Effizienz? 0%, Alter. Das waren mindestens 1000% Effizienz. Ja, also ich bitte dich. Wir haben trotzdem 6 Einheiten verloren. Wow. Okay. Soviel zur Mission 12, die war relativ kurz, da kann ich nur eine Folge raushauen, das finde ich aber super. Das ist eh viel angenehmer, wenn man eine Mission pro Folge hat oder eine Folge pro Mission. Ja, ganz egal, wie man es drehen wendet. Okay, also an der Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.